Aber wollen wir erst ins Land der Beschwörbaren? Bevor wir das jetzt machen, was wir machen sollen. Ja, ich glaube, wir... Ah, jetzt haben wir so einen Bohrer. Vorher hatten wir zwar auch irgendwie so... sowas wie einen Bohrer dran, aber jetzt haben wir so einen richtig... Es hieß ja auf einer Insel und das ist die einzige Lava-Insel, die es hier gibt in der Höhle. Deswegen würde ich sagen, das ist die Insel der Beschwörbaren. Ein Ei. Naja, ich habe ja jetzt nicht mehr so die Manpower, ne? Dank... Ja, dank Kane, dass er uns verraten hat, der Penner. Gibt einfach keine Erfahrungspunkte, ne? Höhle der Beschwörbaren. Ich wollte gerade rausgehen. Ich kam hier durch, als ich das Land der Beschwörbaren verließ. Wir sollten Leviathan und die anderen um ihre Unterstützung bitten. Ich wollte raus. Weil ich wollte schnell... nochmal speichern. Vielleicht mache ich das Land der Beschwörbaren. Ich glaube, hier war ich gar nicht, als ich das damals gespielt habe. Und wenn, kann mich sowieso kaum noch erinnern. Ich meine, das Spiel ist von 2008, glaube ich. Oder 2007 oder so. Und trotzdem kann ich mich an nichts mehr dran erinnern. Oh nee, wie ich das liebe in Final Fantasies. Kann ich hier runter irgendwie? In frühen Final Fantasies, über Lava laufen. Ich sollte nicht so viel über Lava laufen. Weil das tut wirklich weh. Ich mach mal Eisgar. Wo ist das? Starrer Blick finde ich nicht so toll. Toll, jetzt ist er verwirrt. Ich, Edge, du bist zu stark. Ich hau mal Edge auf Edge drauf. Da würde ich ihn wahrscheinlich ja töten, aber besser als dass er uns tötet. Tot. Ja, tolle Wurst. Engel auf Rosa. Schwarzmagie, Eisgar. Auf alle. Den Erzengel auf den Idioten da. Angriff, auch Angriff. So. So stark sind die Gegner hier nicht. Ich bin nur ein bisschen, also... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Dass die mich hier so in die Mangel nehmen. Steuerung, hör auf. Mach mal auf alle. Nochmal auf alle. Passt schon. Ich lese nochmal, was die denken. Diese Hülle führt uns zur Heimat der Beschwörbaren. Den Boden dieser Hülle kann man kaum als sicher bezeichnen. Schon viele Flugmonster hier, aber dagegen gibt es Mittel. Und das wäre, ob es wohl allen gut geht. Es sind alle. Aber wahrscheinlich bei den Nicht-Jetzt-Steuerung. Die darf jetzt nicht hier verrückt spielen. Es tut ganz schön weh, ne? Deswegen muss ich nach ein paar Schritten schon heilen. Okay, falsche Taste. Steuerung, hör auf. Meine Güte, das so das letzte bisschen, was mir so auf dem Spiel auf den Sack geht. Hör auf. Wähl einfach Magie aus. Rosa, ich glaube ein Vita auf alle würde da reichen. Okay, hier ist eine Truhe. High Potion. Muss hier leider hin, um
das vollkommen aufzudecken. Das gilt auch trotzdem als Lava, okay, gut. Auch wenn ich da so am Rand bin. Wahrscheinlich sah es hier komplett anders aus in der Super Nintendo Variante. Es war ja, glaube ich, so, dass auf der Lava keine Monster ist, schon gut. Schutz. Ich meine Angreif, weiß man wie. Ein Vitra auf Edge. Ihr mögt wahrscheinlich kein Eis, ne? Warte, war Ridia immer oben? Ist sie immer noch in der hinteren Reihe? Ich muss mal kurz gucken. Ja, ist er. Okay. Hilton. Okay. Vielleicht hätten wir schon sogar früher hier rein müssen. Weil teilweise sind die Gegner ganz schön schwach. Phönixfeder. Okay, hier gibt es da nichts mehr. Ich habe zwar auf Y gedrückt, aber irgendwie wollte er nicht das Menü aufmachen. Ausrüsten. Falsch. Ich wollte auf Magie gehen. Ich wollte immer noch auf Magie gehen. Ehrlich. Ich bin auch ein bisschen durch, ne? Muss ich auch dabei sagen. Ich spiele zwar nicht lange. Knapp 3 Stunden. Ich habe schon länger gespielt. Bitte Steuerung nicht jetzt. Es geht nicht auf der Lava latschen, aber ich muss hier mal kurz die Karte aufdecken. Das ist so dumm, ey. Beten. Okay, schon gut. Ich denke mal, es macht einen Prozentsatz von an Schaden, die Lava. Anders kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die Gegner hier so schwach sind. Auf jeden Fall diese Gargoyles oder wie sie da heißen. Nicht jetzt Steuerung. Okay. Jetzt hätte ich ja ganz alleine durchgelatscht. Durch die Lava. Ich glaube, ich habe das früher gar nicht gemacht. Ich glaube, ich hatte auch nie Bahamut. Ja, Bahamut konnte ich ja nicht haben, weil bevor ich den bekommen konnte, ist was passiert. Okay, wir haben da nichts bekommen gerade. Das ist ja doof. Auf Sachen zu beschwören. Erstmal auf die Beschwörerin. Die Königspython hatten wir aber auch schon. Woanders. Also. Weißt du, dass das hier wirklich nicht zu starke Gegner sind? Ich gehe nochmal kurz in dieses Gebiet. Irgendwas darf ich nicht auch. Ist das wirklich diese kleine Fitzelecke da? Nee, irgendwo muss unsichtbar durch. Kann ich ja beim Zurückgehen. Machen. Da müssen irgendwo Durchgänge sein, die man nicht sieht. Auf den ersten Blick. Nach denen halte ich nochmal Ausschau. Auch hier auf dieser Ebene. Nochmal Magie. Ja, die ist ein bisschen am Sterben. Da haben wir ein bisschen zu lange gewartet mit dem Heilen.
Ich würde lieber erst den das Todesauge angreifen. Aber nicht mit Schwarzmagie, sondern mit Eisgar. Okay, das ist ein bisschen Overkill für das Vieh. Das Todesauge ist eher das Schlimme. Ich weiß nicht, wo ich hier hinlaufe. Wieso habe ich Rosa gerade ausgewählt? Egal. Muss ich heilen? Ja, ich hab mich verschaut, mich verguckt. Okay, das ist wieder eine Truhe. Jetzt wieder einer von der hier, eine Beschwörerin. Macht ja nur Sinn, dass hier Beschwörerinnen sind, ne? Okay, holen wir uns die Truhe. Na, kacke, ich wollte gerade noch heilen. Ich weiß nicht, was hier stärker ist, deswegen hau ich einfach mal drauf. Beten. Obwohl Beten ein bisschen nicht so geil ist, glaube ich. Naja, ist halt schon ganz gut eigentlich. Einfach Krieger heißt er. Nochmal beten. Ich denke, weil das hier so eine Feuerhöhle ist, dass die das nicht mögen. Also Eis. Also kannst du aber so draufhauen. Der dürfte ja jetzt auch sterben. Jeden Augenblick. Ja. Ich mach mal das Mikrofon mal ein bisschen näher dran oder ich gehe ein bisschen näher ans Mikrofon dran. So. Nicht, dass hier mir jemand wegstirbt. Hallo? Spiel. Oh Mann. So ein Quatsch. Aber gerade spinnt die Steuerung auffällig oft, ne? Die Beschwörerin. Ne, du betest mal eine Runde. Auf die Beschwörerin. Das dürfte eigentlich schon gewesen sein. Ja, weil die sind nicht stark. Die Viecher. Und Redia ist es. Erstmal ein Vitra auf alle. Dann Medica auf Redia. Okay. Was haben wir denn hier Feines? Eine Hütte. Lieber mal schnell heilen. Man weiß auch nie, wie viel Schaden die Leute haben. Ich glaube und ich hoffe, ich könnte es glauben, aber ich weiß es nicht genau. Soma-Trainer.
Ich hoffe einfach, dass das hier das letzte Final Fantasy ist, wo man über Lava latschen muss. Kann ich hier durch die Wände irgendwie? Nein. Komm, haut drauf. Na tolle Wurst. Na tolle Wurst. Danke. Okay, keine Ahnung, was da rechts ist. Wahrscheinlich einfach werden wir da später vorbeikommen. Falsche Taste. Magie. Rosa. Ich könnte auch ein bisschen mit Cecil heilen. So ist das ja nicht. Okay. Das ist so nervig, dass man andauernd heilen muss, ne? Eine der schlimmsten Angewohnheiten von Final Fantasy ist, dass man über Lava laufen muss oder anderen Sachen, die einen Schaden machen. Ne, auf alle. Gut, finde ich jetzt nicht so herrlich. Bitte, ja, danke. Ich glaube, die sind beide tot, oder? Wenn nicht, dann macht Cecil den letzten weg. Mann, ey, die Höhle nervt nur. Ja, die nervt nur. Das ist die beste Beschreibung. Die nervt nur. Die ist jetzt nicht toll oder interessant oder so oder herausforderungsvoll oder sowas. Die nervt nur. Geh mal nach oben. Wer ist das denn hier? Ich kenne ihn ja noch nicht. Vielleicht Feuer, magst du das vielleicht nicht? Angriff, Erdbeben finde ich jetzt nicht so toll. Muss ich beten oder mehr? Ich muss mehr. Ich mache Vitra lieber auf alle. Blitzka einfach. Angriff. Oh Gott. Erzengel auf ihn hier. Vielleicht ist der Kampf auch schon vorbei. Oh, Blitz mögen sie weniger als Feuer. Die können gefährlich werden. Engel. Vitra auf alle. Wir gehen erstmal hier oben längs, weil hier ist auch. Was sind das? Okay, da gehe ich nochmal kurz zurück. Weil ich will hier nicht sein. Ich will erstmal hier alles erkundet haben. Monsterfibel. Ah, hier geht's noch weiter. Man muss die Map so ein bisschen offen haben, wenn man hier in sowas ist, wo wirklich schon alles schwarz ist. Okay, dann nicht. Beten.
Nicht verwirrt sein, Rosa. Gut, dass ihr sie außer Gefecht gesetzt habt, dann greift ihr mich nämlich nicht an. Ihr Deppen. Okay, Tod ist jetzt nicht so geil. Oh Gott. Wenn ihr meine Gegner, sei schon Krieger, würdet, die gerade noch stehen können, das wäre natürlich alles andere als cool. Augentropfen, ich verstehe den Witz, weil das Augen sind. Hier, okay. Dann heile ich mal lieber nochmal eine Runde, auch wenn wir jetzt nicht so viel... Okay, doch genug Schaden haben wir bekommen. Oh, das ist... Okay, das hätte ich mal wissen müssen. Aber das ist ein schneller Weg zurück. Hier wird es wahrscheinlich eine Truhe geben oder sowas Feines. Angriff, Angriff, Beten. Blitzka auf beide. Die sterben nicht durch den Angriff von Cecil und Edge. Also zusammen Angriff. Ika. Nein, nicht auf sie, sondern auf uns. Vielleicht wäre Vikra sogar geiler gewesen. Komm, machst du kaputt, Edge. Du auch. Ich habe leider Ridia gesagt, sie soll angreifen, aber egal. Meine Güte. Hoffentlich lohnt sich das. Ich heile nochmal, bevor da irgendwie was aus der Kiste gesprungen kommt. Defendor. Defendor sind immer gute Schwerter. Aber der Feind lag auf der Lauer, wusste ich doch. Habe ich mir schon gedacht, aber das ist ja... Ist ja mit, was hier auf uns wartet. Wie auf alle. Beten bitte. Angriff, Angriff. Der eine auf jeden Fall, ja. Komm, Edge, mach es platt. Rosa, mach es platt. Cecil, mach es platt. Gut gemacht, first try. Okay. Rüsten wir den auch sofort aus, den Defendor. Der ist sehr gut. Stärke geht ein bisschen in den Keller, aber der Rest geht da hoch. Position geht auch ein bisschen Keller, aber egal. Defender sind immer gute Schwerter. Okay, habe ich was nicht aufgedeckt? Auf der Map. Kann ich hier irgendwie durch? Muss heilen. Was macht sich eine kleine Karte der Gegend anzeigen? Sicht. Ah, das habe ich übersehen. Da. Und hier. Ach, da sind drei Schatztruhen. Das ist ganz gut Sicht, ne? Also habe ich zwar noch nie vorher eingesetzt. Hätte ich aber mal machen sollen. Ne, lieber beten. Schwarzmagie, Blitzka. Angriff. Das tut halt weh wie Sau. Das Erdbeben. Guck mal das Schwert von Cecil an. Meine Güte. Das ist ein riesiger Hügel.
Wie sieht ihr, der Ort, an dem der ganze Wahnsinn seinen Lauf nahm. Okay, er redet nicht mehr von dem Beschwörbaren. Ja, dann setzt du mal kurz ein Itra ein. Ist ja egal, wer das einsetzt. Okay, hier war ja ein Durchgang hier lang. Oder wahrscheinlich unten links in der Ecke. War auch noch ein Durchgang irgendwie. Also wenn ich wirklich nicht weiter weiß, sollte ich wirklich Dingens einsetzen. Ah, scheiße. Jetzt habe ich auch so den Kacke eingesetzt. Nochmal Erdbeben. Oh, Sassu, das musst du überleben. Ehrlich? Weißt du, wie lange ich nicht mehr gespeichert habe? Ich lade da gar nicht, bin ich doof. Ich klicke auf Fortsetzen. Ich heile mal eine Runde. Fortsetzen ist halt supi. Weißt du, wie lange ich, also was ich hier alles nochmal machen müsste? Ich bin doch nicht doof, ey. Kiku Ichimonji aus der Schatzkiste, das ist auch ein sehr gutes Schwert in Final Fantasies. Für Edge. Giftball, also ich könnte das vielleicht mal Dinges geben, aber es wird wahrscheinlich nicht so nützlich sein. Sasse, weil der hatte ja den Defender. Würde ich erstmal den Defender behalten wollen. Und dann heilen wir nochmal eine Runde. Nicht mit Vitas. Wahrscheinlich hätte ich früher hier rausgekonnt. Überrumpelt. Was ist? Bist du nicht der Drache, den Golbis mal gerufen hat? Blitzschlag. Bin ich jetzt nicht so prickelnd. Ich hau da einfach mal drauf mit denen, um zu gucken, was das Vieh an Leben hat. Okay, das hält schon was aus. Das ist halt der Drache, den Golbis mal beschworen hat, nur in einer anderen Farbe. Wie heißt der Blitzdrache? Ah, ich guck mal, vielleicht magst du Feuer nicht. Beten. Hör mal auf! Fucking Gebet. Wie viele Erfahrungspunkte gibt das? Geht sogar klar. Wäre so ein einfacher Kampf, sag ich mal. Okay, hier komme ich dann raus. Okay. Ich möchte nicht über Lava laufen, aber naja, jetzt bin ich hier. Nein, irgendwie die Steuerung will nicht das machen, was ich will. Leute, die ist die noch irgendwie noch mehr gegen mich als sonst. Die Steuerung. Tot ist. Scheiße. Ging auch daneben. Wunderschön. Bei der 2-Stunden-Marke habe ich gesagt, ich will aufhören. Und jetzt sind wir bei der 3-Stunden-Marke. Bei der Aufnahme. Ach, herrlich. Also ich würde mich sowas von erinnern, wenn ich das hier damals gespielt hätte. Also diese Stelle. Weil das ist ja so mega nervig. Ich war hier, glaube ich, früher gar nicht. Ich kann mich fast gar nicht mehr an das Spiel erinnern und trotzdem war ich so mega weit. Hallo. Lydia, du bist zurück. Mantelmann. Geht ja aus der Schatzkiste. Ich glaube, so sah das auch in dem Original aus, dass man von der oberen Ebene die untere Ebene sehen konnte. Sieht ziemlich cool aus, weil ich habe mal Bilder von dem Original gesehen, aber wie gesagt, ich war nie hier.
wahrscheinlich in meinem vorigen Durchlauf. Das hier ist das Land der Beschwörbaren, unsere Heimat. Monsterfiebel. Hallo, 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 hallo. Hallo, Spiel. Rattenschwanz. Rattenschwanz. Was kann ich denn damit machen? Wichtiges Item, ne? Schwanz einer Ratte. Man erinnert sich an den ersten Teil. Weil da musste ich Bahamut einen Rattenschwanz bringen, um die nächste Stufe mit meinen Mitgliedern zu erhalten. Wo kommen wir denn hier hin? Also wir sind einfach nur woanders. Erstmal, dann will ich erstmal nur, da war es von innen und so, Beispiel dann erstmal nur das hier erforschen. Also man kommt gar nicht da unten hin, sondern nur mit einem Teleporter. Okay. Gut. Kann ich mitleben. Wäre auch, glaube ich, ein bisschen kompliziert beim SNES gewesen. Unser König residiert in der Mitte der Stadt. Gil. Ihr seid die ersten Menschen hier, außer Ridia natürlich.